Lieber Freund, hier ist euer Steinwallen. Das Schicksal der Engländer liegt wieder in unserer Hand, in meiner und in eurer. Und ihr habt euren Teil erledigt, ihr habt abgestimmt. Wichtige Fragen standen zur Debatte und die wollen wir jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Als erstes hatte ich gefragt, oder hatten wir im Parlament diskutiert, sind die Berichte über Deutschlands Angriffspläne glaubhaft? Und da hat doch eine überraschende Mehrheit von 57% gesagt, nein, das sind alberne Gerüchte der Kriegstreiber in unseren Reihen, das ist nicht glaubhaft. Und dementsprechend handeln wir auch. Wir werden jetzt keine gesonderten Verteidigungsmaßnahmen unternehmen. Wir werden hier das machen, was wir sowieso immer geplant haben hier als Verteidigung. Hier fehlt übrigens noch, sehe ich, ein Musketier, der sollte da unbedingt hier. Den werde ich erstmal behelfsweise aus London abziehen. Aber das hat jetzt, wie gesagt, nichts mit dieser Entscheidung zu tun. Das war sowieso geplant, hier in Bristol zwei Einheiten zu stationieren. Ansonsten werden wir hier kein Lager bauen und so weiter. Keine zusätzlichen Soldaten rekrutieren, weil wir sind, das Parlament ist der festen Überzeugung, das ist alles Quatsch. Gut, das nächste. Sollen wir einen Angriffskrieg beginnen gegen die Inder oder Azteken? Ja, hier immer die Bill of Peace im Hintergrund. Das heißt, zwei Drittel Mehrheit ist notwendig für einen Offensivkrieg. Und hier gab es, ja, nicht mal ansatzweise eine Zweidrittelmehrheit, es gab eine leichte Mehrheit, die sich dann aufteilte, ja, gegen die Inder, ja, gegen die Azteken, aber 46% waren dagegen und insofern gibt es keinen Angriffskrieg von unserer Seite. Die Sache ist vom Tisch. Dann war die Frage, wo die nächste Stadt gegründet werden soll und der populärste Vorschlag ist nach wie vor die Kanalstadt, in der Tat, mit knapp 33%, 137 Stimmen, hier eine Stadt zu gründen. Das wird dann die nächste Stadt. Am zweitmeisten wurde die Stadt hier an dem Fluss gewählt, aber das wird dann nicht mehr stattfinden, wenn wir die Kanalstadt bauen. Und dann war noch relativ populär die Ölstadt hier im Norden von Spanien, aber das ist auch erstmal ein Projekt, was nach hinten geschoben wird. So, dann war die Frage Wunder bauen und da war ich echt überrascht, muss ich sagen. Da gab es doch eine deutliche Mehrheit von fast 54% dafür, das Ruhrgebiet zu bauen in St. Johnston und nicht die verbotene Stadt in London. Also das ist für mich jetzt auch so ein Symbol, dass inzwischen ja diese Großstadt St. Johnston im Parlament jetzt ein Stück weit auch schon die Mehrheit übernommen hat und hier die Abstimmung gewissermaßen dominiert vor den Hauptstädtern. Die werden sich sicher darüber wahnsinnig ärgern. Okay, das werden wir dann umsetzen. Dann die Frage, wollen wir im indisch-amerikanischen Krieg, der noch tobt, wollen wir da Geschenke geben an die schwächere Seite, um das zu verzögern? Da gab es eine ganz große Mehrheit von 78% gegen diesen Vorschlag. Unser Gold bleibt unser, den wollen wir dafür nicht aufwenden. Dann gab es einen Vorschlag für ein Festungsbauprogramm und das fand wiederum seine Mehrheit von 64%. Wir werden also jetzt in allen Grenzstädten, also Victoria, Bristol, St. Johnston würde ich mal sagen, tendenziell vielleicht auch noch Newcastle, müssen wir mal gucken, und in der neuen Welt sicher auch ansatzweise werden wir Stadtmauern, Festungen aufbauen, möglichst auf Maximalstufe. So, dann die Frage, wo unser Spion eigentlich zum Einsatz kommen sollte. Und hier gab es ein knappes Ergebnis. Die Azteken haben sich durchgesetzt als Zielland. Da bleibt er also erstmal. Wir haben ihn ja dahin geschickt. Müssen wir gucken, was wir damit machen. Und dann kurz dahinter waren die Deutschen. Aber auch hier sind offenbar die Freunde der Deutschen gewissermaßen, haben sich hier durchgesetzt. Und die Gegner der Deutschen, die Skeptiker, die waren auch hier unterlegen. Dann war die allgemeine Frage, was hat so oberste Priorität? Da war vorne an wieder mehr Soldaten, mehr städtische Gebäude. Okay. Und dann die Frage, ob Manchester umbenannt werden soll. Manchester liegt ja hier auf dem Südteil von Long Island. Und nein, Manchester soll so bleiben. 54% von euch waren dieser Meinung. So, das waren also die Ergebnisse der Abstimmung. Dementsprechend können wir verfahren. Wir können auch gleich eine Produktion wählen in St. Johnston. Ja, und hier stehen jetzt zwei Dinge, zwei Entscheidungen einander so ein bisschen entgegen. Die Frage Festungsbauprogramm oder Ruhrgebiet. Da wir erstens hier schon immerhin mittelalterliche Mauern haben und wir fürs Ruhrgebiet hier noch eine Fabrik brauchen, dadurch dauert das sowieso lange, denke ich mal, ich hoffe, ich bin mit der Mehrheit, wenn ich sage, wir konzentrieren uns jetzt hier auf das Wunder, alle Kräfte und bauen dann erstmal die Fabrik.
anstelle einer Mauer. So, in Victoria allerdings. Da würde ich sagen, setze ich den Beschluss direkt mal um und wir geben die Mauern in Auftrag. Dann haben wir hier noch Befehle, aber ich denke mal, die Flotte brauchen wir jetzt nicht. Die wird hier einfach in Bereitschaft gestellt und wir können in die nächste Runde gehen. Und ich bin echt gespannt, was die Deutschen da machen. Nein, wir gehen noch nicht in die nächste Runde. Was ist das? Wir werden hier nochmal gemeldet. Dann bitte geht auch mal ins Ausruhen. Und ja, ich glaube, wir hatten hier die Panzerschiffe alle erschaffen. So möchte ich es mal nennen. Ach, wisst ihr was? Wo wir jetzt noch in der Runde sind, will ich noch was machen. Hier, wo wir mit den Nationen, mit denen wir gut stehen, versuche ich doch nochmal einen Freundschaftsvertrag hinzukriegen. Aber mit Kleopatra ist das nicht möglich. Mal gucken, ob es mit Philipp möglich wäre. Eine Sache können wir noch machen. Wir haben Gewürze über. Ich sag mal, hätten wir abgestimmt, dass das diese Gerüchte bezüglich der Deutschen ernst zu nehmen wäre, dann hätte ich, glaube ich, die Gewürze jetzt irgendwie an die Deutschen gehandelt, um die Bündnisse, um die Bündnissituation zu stärken. Vielleicht hätte ich die ihnen sogar verschenkt für eine gewisse Zeit. Aber so werden wir hier den normalen Handel versuchen. Und ich glaube, mit Kleopatra lässt sich da was Gutes machen. Sie wird uns nämlich Diamanten, glaube ich, geben. Wir gucken das mal. Und offene Grenzen. Das ist für unseren Speer, glaube ich, auch noch ganz interessant hinten. Also lassen wir das mal. Gewürze gegen Diamanten. Diamanten haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob einem das hier angezeigt wird. Nehmen wir an, man hat schon Luxusgüter eingehandelt von anderen Ländern. Werden einem die dann hier auch noch angezeigt? Kann man hier gewissermaßen einen Fehler machen? Kann man was doppelt einhandeln? Das ist vom Interface oder von der Anzeige nicht gerade transparent. Es gibt ja auch nirgendwo eigentlich hier in diesem Spiel eine Anzeige über die aktuellen diplomatischen Vereinbarungen, soweit ich weiß. Es gibt zwei bei Berichte hier unten. Ganz unten kann man sich anschauen lassen, woher man aufgrund der diplomatischen Vereinbarungen Gold herbekommt. Da sehen wir, mit den Ägyptern haben wir zum Beispiel zwei Verträge und bezahlen dort Gold. Aber wir wissen nicht, was wir da einhandeln. Also es gibt keinen Ort, wo ich mir das angucken kann. Das fehlt eigentlich noch. Oder ich habe es übersehen, dann sagt es mir bitte. So, viele würden über Leichen gehen, um meine Freundschaft zu erringen, doch ich mache euch dieses großzügige Angebot. Wie lautet eure Antwort? Ja, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Eben haben wir noch angefragt. Aber vielleicht war dieser Handel für sie entscheidend. Ja, ich würde mal sagen, das kann nicht schaden, oder? Außerdem lächelt sie immer so. Naja, nett ist auch nicht das richtige Wort. Aufreizend vielleicht. So. Er hat uns denunziert. Aber ehrlich gesagt glaube ich, also im Gegensatz zu den Deutschen sendet er zumindest klare Signale aus. Aber ihr vergiftet die Welt, ihr seid abgrundtief böse. Aber ich glaube nicht so richtig daran, dass er uns angreifen wird, weil er gerade auch im Krieg ist. Oh, es kommt die nächste Freundschaftserklärung hier rein. Ich denke, ihr habt die Weisheit im Licht des Herrn erkannt. Möge er unsere Freundschaft segnen. Ja, wunderbar. Also jetzt machen wir hier diplomatische Fortschritte. Ach so, ich muss übrigens sagen, dies ist jetzt das erste, die erste Folge, die mit diesem neuen australischen Sommerpatch hier gespielt wird. Dazu sollte man vielleicht auch noch was sagen. Da gab es natürlich alle möglichen Verbesserungen, KI-Bugfixes. Von der Spielmechanik her ist für uns eine Sache wesentlich, nämlich die Veränderung, dass zwar nach wie vor Hafen und Handelszentrum plus einen Handelsweg bringen, aber wenn man zum Beispiel schon einen Hafen hat und dann noch ein Handelszentrum baut, dann gibt es nicht noch einen zusätzlichen Handelsweg oder andersrum. Allerdings haben wir unsere bisherigen Handelswege, den Status quo haben wir offenbar behalten, obwohl wir massiv von dieser Sache hier profitiert haben. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn wir zukünftig sowas bauen. Ich glaube, dann profitieren wir nicht mehr. Mal sehen. Und die Sachen hier im Technologiebaum, die sich ja verändert haben, die sind aber nicht so entscheidend jetzt für uns. Die sind auch schon umgesetzt. Also nur, dass ihr Bescheid wisst. Gut, wir haben offenbar hier nichts weiter zu tun. Und gehen damit schon wieder in die nächste Runde. Es wäre zum Beispiel auch schön zu wissen, wie lange jetzt eigentlich unsere Allianz noch geht mit den Deutschen. Nein! Siedler! Indische Siedler. Unfassbar.
Und wir haben keine Truppen in der Nähe, die sich dort schnell positionieren können. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Was will sie denn? Ihr lügt wie gedruckt und man kann euch nicht vertrauen, ihr jämmerlicher Abschaum. Auch sie denunziert uns. Aber das stört uns so gar nicht. Bitte, Freund, zieht eure Soldaten von meinen Grenzen ab. Sie machen einen friedfertigen Mann wie mich ganz nervös. Wo haben wir denn bitte Soldaten? Das ist... Ja gut, das ist unsere... Ach, das ist wirklich lästig, diese Sachen. Vermutlich meinte er die Soldaten, die an unserer Hauptstadt sind. Ja, wenn du bei uns siedelst, kann ich nichts dafür, dass du dich... dass da Soldaten sind. Das ist ja wohl ein Witz. Diese Sache ist auch ein bisschen nervig, muss ich mal sagen. Ich sag trotzdem mal, meine Truppen ziehen nur vorbei. Das ist jetzt zwar so eine Art Versprechen. War vielleicht ein bisschen riskant. Ich weiß nicht, was er jetzt genau meint. Hier Madurai. Meint er jetzt hier unsere Musketiere? Könnte sein, weil die nicht in unserem Gebiet stehen, empfindet er es vielleicht so. So, und jetzt nochmal zu diesem Thema Siedeln und Landkauf, ne? Also da gibt es ja immer wieder in den Kommentaren die Hinweise, man kann das verhindern, indem man Land kauft. Also, die Mechanik ist so, man kann, ich will es mal einmal ganz klar für alle erklären, man kann Land kaufen nur im Stadtbereich. Also das heißt, nur diese drei Felder, wo unsere Stadt sich ausdehnen kann. Ich kann also bis maximal, jetzt habe ich leider die Hexfelder ausgeschaltet, machen Sie mal kurz an, damit wir es noch deutlicher sehen. 1, 2, 3. Ich kann sozusagen bis hier kaufen. Dieses Feld kann ich zum Beispiel nicht mehr kaufen. So, das heißt, und auf diesen Stadtfeldern, also im Umkreis, drei Hexfelder im Umkreis der Stadt, kann sowieso nicht gesiedelt werden. Das heißt, die eigentlichen Siedlungsspots, die kann ich eh nicht wegkaufen. Also nur, falls es da mal ein Missverständnis gab bei irgendjemandem. Was man natürlich machen kann, man kann halt versuchen so zu kaufen, dass der Gegner nicht durchmarschieren kann. Das ist entscheidend. Das haben wir vielleicht an einer anderen Stelle verpasst. Aber zum Beispiel Madurai hätte durch einen Kauf nicht verhindert werden können. Weil hier eben er hier durchfahren kann und hier anlanden kann. Und dann kann er durchaus siedeln. Kein Problem. Wir hätten dieses Feld hier noch kaufen können. Okay. Hätte er vielleicht eine Stadt weiter da gesiedelt oder so. Also das ist so eine Sache. Jetzt gucken wir uns mal an. Er kann also jetzt in diesem ganzen Bereich siedeln. Was können wir jetzt hier noch tun? Man kann jetzt hier nicht 5 Einheiten stationieren. Auch das geht nicht. Das Einzige, was wir noch tun können, wir können ihm das so unattraktiv wie möglich machen. Ja, aber dieses Feld kaufen, ich meinte, was soll das? Das wird ihn nicht davon abhalten. Wir gucken mal Newcastle. Ihr seht es. Das könnte ich jetzt noch kaufen. Gut, das ist sowieso interessant, die Kupferressource. Wir machen das mal. Aber da endet das Ganze dann schon. Wir könnten das noch kaufen. Machen wir jetzt auch mal. Ich will jetzt das einfach mal als Experiment durchziehen. Und wir können von London, wir geben jetzt mal ganz schön viel Geld aus. Und ich werde von London aus noch dieses Feld kaufen. So, jetzt haben wir ihm sozusagen, mehr ist jetzt absolut hier nicht zu kaufen. Und trotzdem gibt es diese 5 Siedlungsspots für ihn. Und die kann man ja auch nicht ernsthaft mit 5 Einheiten besetzen. Also jetzt bin ich mal gespannt, obwohl wir ihm das hier so krass eingeschränkt haben, ob er trotzdem siedelt oder ob man ihm das vergällen kann gewissermaßen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Okay, wir wählen eine Produktion in London. Und hier ist die Frage, was machen wir in London? Ich meinte London, naja, das ist jetzt nicht so wirklich eine Grenzstadt, ne? Auch wenn hier Madurai ist. Na gut, hier ist ein Ritter. okay. Nehmen wir das mal als Teil des Festungsbauprogramms und bauen mal eine erste Mauer hier in London. So. Dann gab es hier eine Route nach Newcastle. Ich denke mal, wir werden die wiederholen. Den Handelsweg. Ja. Das ist in Ordnung so. Und das war's dann auch schon. Wir gehen in die nächste Runde. Nee, gehen wir nicht. Hier hinten. Ah ja, der ist zurückgekehrt von seinem Kampf hier gegen die Barbaren. Wir werden jetzt mal in den Norden ziehen. Hier ist immer noch ein Barbarendorf.
ziehen wir erstmal hier hin, weil hier wollen wir eine Stadt bauen. Da muss das natürlich geklärt werden. So, und jetzt bin ich natürlich hochgradig gespannt. Wir könnten natürlich, was wir machen könnten, wir könnten Gandhi vielleicht auffordern, nicht zu siedeln, Forderungen stellen. Nee, Quatsch. Diskutieren. Siedelt nicht in der Nähe meiner Städte. Mal gucken. Aha. Mein Volk braucht Land. Wer seid ihr, es ihnen zu verwehren? Ja. So sind sie. So, jetzt beobachten wir das mal. Was macht dieser indische Siedler? Er zieht erstmal ins Landesinnere. Bringt zum Schutz seine Ritter heran. Das ist natürlich irgendwo sinnvoll. Die Deutschen ziehen auch wieder hin und her. Was haben die hier überhaupt für eine... die haben hier schon Korps gebildet. Schon wieder der verbündete Freund. Deutschland beginnt eine Militäroffensive gegen Genf. Okay. Das Genf ist allerdings nicht mehr unter unser Obhut. Suzerän ist Indien. Dann würde Deutschland mit Indien im Krieg sein. Was sind denn das alles für Kriegspläne hier, die aus Deutschland kommen? Das ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. So, was ihr da eben gehört habt, der Horchposten ist abgeschlossen. Wir sind jetzt dort. Wir gucken mal, ob irgendwas interessiert. Das war eher so ein bisschen so eine Verlegenheitslösung. Ob wir jetzt durch den Horchposten haben wir eine höhere Zugriffsstufe. Offen ist die. Wir erfahren dadurch, wenn Wunder gestartet sind. Ich weiß gar nicht, wie lange das gilt. Ob der da bleiben muss? Ich weiß nicht genau. Wir gucken mal auf unsere Beziehung. Aha, also erstmal sauer wegen unseren Luxusgüten, unterschiedliche Regierungsformen. Wir haben Freundschaft mit einem Feind erklärt. Okay. Gerüchteobjekte. Sehen wir jetzt hier irgendwas Neues? Nee. Nichts wirklich Spannendes. Irgendjemand hatte auch geschrieben, dass das irgendwann mal zu sehen war, dass das Ruhrgebiet schon begonnen ist. Also ich glaube, das mit dem Horchposten ist jetzt im Moment nicht so hilfreich. Was wir machen könnten, wenn wir jetzt gegen die Azteken vorgehen wollen, wir können mal hier gucken. Die Städte der Azteken. Man kann nämlich je nach Bezirk unterschiedliche Aktionen ausführen. Und wir sehen, die Azteken, die haben irgendwie sehr... Die haben zum Beispiel keinen Forschungsbezirk. Das heißt, wir können keine Forschung stehlen. Aber was wir machen könnten, wir könnten ihn nach Tejayo schicken. Da hat er wenigstens ein Handelszentrum. Da könnten wir ihn sozusagen sein Handel so ein bisschen... Handelsspionage, irgendwie ein bisschen Gold klauen. Industriegebiet, ich weiß gar nicht, was man da machen kann. Ich denke, wir werden ihn mal umsetzen. Hier nützt er uns jetzt nichts. In neue Stadt reisen. So, und jetzt muss ich hier auch noch finden. Da. Tejayo. Gut, 8 Runden dauert das jetzt wieder, dann ist das eben so. Ah, hier sieht man es. Hier gibt es eine 50% Chance auf Mittel abschöpfen. Boah, plus 444, das wäre richtig gut. Ja, los, komm, das machen wir. Oder wir können plündern im Industriegebiet. Aber wir machen das. Hätten wir gleich machen sollen, aber egal. So, wir haben eine neue Handelswegkapazität. Das ist sehr erfreulich. Das sollten wir auch ausnutzen. Und Manchester produziert nicht genug Nahrung. Was ist hier los? Die hat doch alle Voraussetzungen dafür. Das verstehe ich ja gar nicht. Kein Überschuss. Was passiert denn hier? Dann können wir hier auf Nahrung gehen. Ja, jetzt... Macht er 8. Er macht von selbst nicht genug Nahrung. Das sieht man auch selten. Dann müssen wir jetzt mal den Schwerpunkt setzen, damit das funktioniert. Okay. So, hier ist der Hafen gebaut worden. Das brachte uns nämlich den Handelsweg. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Leuchtturm wäre ganz gut, glaube ich. Bringt dann gleich ein Wohnraum. Stadtmauern ist ja auch angebracht. Ja, ich glaube, ich nehme jetzt mal den Beschluss ernst und setze erstmal die Stadtmauern um, auch wenn das ökonomisch nicht gerade produktiv ist, aber das Parlament hat eben entschieden. Das Parlament hat entschieden. In gewisser Weise ist das ja auch eine Frontstadt. So, wir sind hier noch fleißig am Erkunden. Hier kamen wir ja nicht durch.
Also müssen wir hier irgendwie uns durchmogeln. Wir sehen hier das schicke Lager. Und nach wie vor bin ich sehr gespannt darauf, was hier der indische Siedler macht. Ja, diese Spannung, die bewahren wir uns mal auf für die nächste Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.